Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir schauen heute mal wieder auf ein etwas älteres Spiel in diesem Gaming Rewind Format. Wir haben uns letztes Mal F1 Championship Edition angeschaut. Jetzt schauen wir uns ein Spiel von der N64-Ära an. F1 Pole Position 64. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Ja, das ist das Hauptmenü. Und ich würde sagen, bevor wir da groß weitermachen, kurz ein paar Randinformationen zum Spiel. Es kam eigentlich zum Launch der N64 raus. Es basiert auf der 96er Formel 1 Saison und dementsprechend beinhaltet es auch alle Inhalte der dementsprechenden Saison. Es wurde von Human Entertainment entwickelt und von Ubisoft hier in Europa gepublished. Die hatten damals die Formel 1-Rechte. Ja, Ubisoft hat damals schon Formel 1-Rechte mal gehabt. Und die haben für die Konsole quasi dieses Spiel lizenziert. Basierend auf der Human Grand Prix-Reihe, auf der Super Nintendo-Konsole. Und ja, das war quasi das offizielle F1-Pendant für Human Grand Prix. Es war auch nicht wirklich gut. Also, ja, wir schauen uns das gleich mal genauer an. Wir gehen erst ein bisschen durch das Hauptmenü durch. Schauen wir erst in die Konfiguration rein. Was können wir uns einstellen? So, also Computer-Level. Okay, wir haben Baby-Modus, dann mal normal und schwer. Sollen wir uns mal wirklich das mal antun? Nee, komm, ich möchte jetzt nicht mich da komplett durchquälen. Ich gehe auf normal, Zusammenstoß. Ich denke mal, das ist der Schaden. Ja, oder? Was auch immer das bedeutet. Ich mache es auch schwer. Scheiß drauf. Fahrzeugschäden. Natürlich auch mal schwer. Kajüteunfälle aus ein Real. Immer mal real. Radio Communication, denke ich mal, ist einfach, dass du einen Ingenieur halt hörst. Gehen wir mal wieder raus. Also, viele Einstellungen gibt es nicht. Es gibt keine Soundeinstellungen oder so. Kein gar nichts. Keine Controller-Einstellungen, kein gar nichts. Ja, dementsprechend, wir gehen blind rein. Ich habe das Spiel, glaube ich, auch nie gespielt. Außer vielleicht ein, zwei Mal, aus Langeweile mal. Aber so richtig gespielt habe ich das ehrlich gesagt nicht. Das heißt, für mich ist quasi auch mein erstes Mal hier im Spiel. Was ist denn eigentlich Verträge? Ja, ich lade mal Dateien. So, also wir haben hier alle Fahrer der Saison. Und anscheinend haben wir auch hier auch alle Teams. Ferrari, Benetton, Williams, McLaren, Ligier, Jordan, Sauber, Arrows, Tyrrell, Minardi und natürlich auch das Forti-Team. Wir haben auch alle Fahrer, darunter auch Michael Schumacher, Gerhard Berger, Dörfer X. Das wäre eigentlich Jacques Villeneuve gewesen. Lustige Geschichte. Jacques Villeneuve war nicht so der Fan von Spielen anscheinend und hat dementsprechend seinen Namen zumindest in der Zeit nicht lizenziert. Deswegen haben wir auch hier Driver X, haben auch hier Häkkinen, Coulthard, Panis, natürlich Barrichello, Brundle, Heinz-Harald Frentzen, der Social Media King, Jos Verstappen, über den reden wir mal nicht. Ja, Fiese Keller natürlich auch und look how bad you are. Was können wir hier machen? Was ist, wenn ich jetzt mal hier, ich mache rostet aus. Kann ich jetzt den quasi in ein anderes Team transferieren oder was? Warte, ich tu den mal. Tu mal den Williams mal rein. Tatsächlich, wir können tatsächlich. Also, wenn ich es jetzt richtig verstehe, kann man jetzt auch hier die Fahrer transferieren oder was? Cool. Wenn das geht. Oh, wir haben noch ein paar Bonusfahrer. Ja, halt ohne Namen. Aber ich glaube, einen Teil davon kann man auch per Gesicht erkennen. Das soll wahrscheinlich Nicola Larini sein, nur halt als Amerikaner. Also Nationalitäten stimmen natürlich dann nicht. Okay, der könnte vielleicht Marc Blundell sein. Ja, ansonsten. Ja, der könnte vielleicht Ralf Schumacher sein. Aber ansonsten keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist einfach alles unlizenzierte Fahrer, zum Beispiel einfach Platzhalter ohne richtige Nationalität. Aber ich möchte eigentlich nicht da zu viel rumspielen im Menü. Ich gehe mal einfach hier raus. Ja, wir sichern mal die Daten. Ricardo Rosset Williams, glaube ich, ist doch schon lustig. So, ich schätze, World Grand Prix ist der Meisterschaftsmodus. Da gehen wir mal in den Wettkampf rein. Ich habe jetzt keinen Bock auf Zeitfahren. Machen wir einfach mal ein schnelles Rennen. Ja, auch damals schon alle F1-Strecken vertreten der Saison. Das heißt, Australien, Brasilien, damals Argentinien so mit dabei. Der Nürburgring war auch mit dabei. Mit der alten Mercedes Arena. Quasi damals gab es durch die Kurve. Imola war natürlich auch mit dabei. Monaco. Katalunya, Montreal, Manicou natürlich auch da, damals dabei. Das alte Silverstone und natürlich der alte Hockenheimring. Ich glaube, den schauen wir uns dann gleich mal an. Ungarn natürlich auch. Spa.
Italien, Estoril so auch damals. Das ist, glaube ich, so der letzte Grand Prix in Estoril in der Formel 1, bevor die Strecke sich hauptsächlich um Formel 1 gekümmert hat. Und natürlich auch Suzuka. So, wir gehen zum Hockenheimring. Ich würde sagen, 5 Runden machen wir mal. Ja gut, Wettel können wir auch einstellen. Ich bleibe lieber mit trocken. Verlassen, richtig? Ja. Also die Übersetzung ist teilweise echt komisch. Also hier haben wir Ricardo Rosset im Williams. Ich möchte jetzt aber eigentlich kein Williams fahren. Was haben wir denn alles? Keine Ahnung. Was fahren wir? Ich fahre mal Frenzen. Komm, machen wir mal. Kann man mehrere Fahrer auswählen? Nee, komm, ich lasse es. Ach nee, es sind die Gegner. Ach, Entschuldigung. Oh Gott. Also man kann auch quasi das Feld ein bisschen einstellen. Hier für die ganzen Setup-Profis, ja, hier könnt ihr alles einstellen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das hier in dem Spiel funktioniert. Ist aber auch egal. Wir gehen auf die Strecke. So, jetzt haben wir die Starterstellung. Das ist nett präsentiert. Damon Hill, Forberger, Schumacher, dann Häkkinen, Alesi, Coulthard, Frenzen auf 7. Oh, das ist eine gute Startposition. Irvine, Barrichello, Brundle. Dann sogar Dinis. Ach du Scheiße, da war gar nicht mal so kacke. Vor Panis sogar. Da haben wir Herbert auf 12. Schwach. Katayama, Salo. Da haben wir Jos Verstappen. Da haben wir Fisichella, Lami. Da haben wir Ricardo Rosset im Williams. Vor Luca Badoer. Oh, jetzt haben wir Rosset zusammen im Feld. Aber es spricht nicht gerade für dieses Feature, dass dann die Fahrer trotzdem genauso stark sind wie im alten Team. Oh Gott. Den Start mal ein bisschen versemmelt. Hallo, könnt ihr mal aufhören, mich zu berühren? Oh Gott, wo fahre ich denn lang? Ich möchte mal die Kamera ändern. Ich möchte mal anmerken, man kann die Kamera mit dem C-Stick ändern. Also es wäre nicht der Stick, sondern halt mit C-Buttons. Auf dem N64 waren das ja. Ach du Scheiße. Das wäre für kein gutes Gameplay. Erwartet nicht zu viel. Ich spiele das Ganze auf dem N64-Emulator. Denn ich habe noch keine gescheite Möglichkeit. Oh Gott! Warum ist eigentlich die Lenkung so schief? Ja, das war ein schöner Dreher. Hä? Kann man irgendwo Schaden sehen? Ah, hier kann man jetzt das Ergebnis gerade angucken. Damon Hill vor Häkkinen und Coulthard. Oh, dann nochmal eine Anzeige. Boah, der Wagen rutscht aber ganz schön, ey. Also der ist echt nicht angenehm zu fahren. Gott. Hilfe. Hä? Hallo? Was passiert hier? Ich verstehe gerade gar nichts, was im Spiel passiert. Gut, dass sie nicht schwer genommen haben. Ja, viel können wir ein bisschen noch durchschalten, die das Ganze hatten alles. Ja, worauf ich hinaus wollte, ich habe noch nicht die... oh Gott, da schaltet schon einer aus. Das ist dann wahrscheinlich... dieser Sound. Also F1 auf Wish, würde ich mal sagen. Das bist du jetzt F1 24 verkauft. Das ist das brandneue Spiel. Nein, also es ist halt bei mir aktuell noch nicht möglich, auf der echten Konsole aufzunehmen. Ja, ich habe auch so ein Ding zugelegt jetzt. Nur halt, wie gesagt, ich habe noch nicht die Möglichkeiten, das Ganze vernünftig aufzunehmen. Wieso bin ich jetzt 20. Oh, da steht noch einer. Ach so, natürlich, gar nicht gesehen. Ja, also wie gesagt, ich muss noch eine gescheite Möglichkeit finden, das aufzunehmen. Ja, ach du Scheiße, meine Fahrkünste sind gerade echt gut. Ein Reifensloch. Ein Reifensloch aus, abgenutzt, what the fuck. Hallo? Ich glaube, meine Reifen sind tot. Alter, pff. Naja, also wir gehen jetzt Runde 3 rein. Boah, 1,35 auf den Hockenheimring, jawohl. Oh Gott, ja, die Reifen sind tot. Da steht noch einer. Hallo? Dann wieder zu Platz 19. Jawohl. Oh, wir müssen, glaube ich, so einen Boxenstopp einlegen, glaube ich, jetzt. Oh, Mann. Wir werden uns gleich auf jeden Fall noch Monaco anschauen. Oh, wo fahre ich denn hin?
Bruder, jetzt waren noch mal einige aus. Oh, das blinkt schon. Ich glaube, wir müssen jetzt dringend zum Stop. Dann schauen wir uns mal Boxenstop an diesem Spiel. Oder nicht? Hä? Was ist passiert? Ach so, okay. Also das war der Grand Prix in Hocken, auf Hockenheimring, Deutschland. Wir können Namen eingeben. Warte. Das, was das Rennen hier gerade beschrieben hat. So. Also, hä? Achso, Dinis holt Punkte. Ja, okay. Ja, Rosset auf 10. Okay. Das ist wahrscheinlich jetzt der Williams Rosset. Oh Mann, also hier passieren komische Dinge. So, Strecke ändern. Wir gehen auf jeden Fall noch ein Rennen rein, weil ich möchte ein Rennen heute beenden. So, gehen wir in Monaco rein, würde ich sagen. Weil Monaco müssen wir auch mal gesehen haben. Diesmal nehmen wir mal... Oh komm, diesmal nehmen wir mal hier Damon Hill. Und ich möchte diesmal mal gucken... Man kann ja bestimmt hier die KIs einstellen, oder? Ne, doch nicht. Okay, dann nicht. Gut. Es gibt ja mehrere Steuerungsmöglichkeiten. Standard, schwer, Experte und extrem. Ich passe mal bei Standard. Dann so die Slicks. Aha, hier kann man die Reifenmischung ändern. Ich mache mit einem harten Reifen rein. Kraftstoff. Tanken wir mal 10%. Ja, okay, dann räumen wir aus. Nee, machen wir 100. Sagen wir, gehen jetzt rein in den Grand Prix. Kann man die Steuerung irgendwie schneller durchgehen lassen? Nee, einfach überspringen. Ja, brauche ich eh nicht. Wir brauchen schon Starterstellung. So, kriegen wir jetzt den Start besser hin? Nein. Oder was ist das denn? Hallo, willst du mal hochschalten? Ob wir mit Williams hier... Was? Ist der gerade durchgeglitscht? Oh Gottes Willen. Hallo? Leute, wollt ihr auch mal fahren? Oder... What the fuck? Was passiert hier? Okay, das... so war F1 Gaming 1997. Oder 96. Ich glaube, die hat hier... Also... Pff. Also... Oh, jetzt habe ich meinen Flügel kaputt gemacht. Komm, es wird Zeit für Boxenstopp. Ich brauche eine kleine Runde. Alter! Ich wurde da voll weggeschoben. Scheiß KI. Also die KI ist genauso schön wie MotoGP von Milestone. So, jetzt aber. Upf, doch nicht. Wo ist die Kurve? Oh Gott! Da musst du ja fast schreien. Was ist das? Alter, pff. Monaco sah wild aus. Alter, alles rot. Komm jetzt auch rein. Alter, hier, hallo? Also, das Monaco sieht ja noch schlimmer aus als wahrscheinlich auf dem Super Nintendo. What the? Bruder, was sehe ich hier? Also, ich bin gespannt, was die nächsten Spiele sagen, die wir uns mal anschauen. Keine Ahnung. Gib mir wieder neue Reifen. Aber Hauptsache repariert den Scheiß. So, okay, das ist... Ja, wieder Boxenstopp auf jeden Fall. Hä? Ja gut, ach so, okay. Doch so spektakulär die Boxenstopps. Ich glaube, ich habe so den zweiten Gang verloren. Okay, das ist tatsächlich gar nicht mehr so... Kacke tatsächlich, dass du auch Gänge fliehen kannst. Ist halt nur ungewohnt. Alter, boah. Also, Alter, leck mich. Oh, ich hab gleich meine Federung kaputt. Wir scheinen gleich aus. Okay, das stehen schon zwei. Stark. Oh, es wird bewölkt. Gibt's denn da dynamisches Wetter? Wenn ja, wie geil ist das denn? Bitte lass es jetzt regnen. Jetzt wird. No joke, das war echt geil. Weg. Vorbei. LOL! Es regnet anscheinend.
Lass halt ein bisschen vorstehen, jetzt in Sache rangeht doch nicht. Ja, ich glaube, jetzt habe ich mir eine Federung kaputt gemacht und die Gänge. Gut, wir rennen nicht mehr in Linz. Auf jeden Fall, das ist von Monaco auf jeden Fall. Wie es bleibt und lebt. Können wir bei Noob bleiben. Passt ja sehr gut. So, also, Verstappen auf 3, by the way. Rostet holt den ersten Punkt. Das ist ja Wahnsinn. So, nochmal Streckende. Jetzt wollen wir mal ein gutes Ergebnis. Welche Strecke fahren wir jetzt? Ich würde sagen, Japan ist gut. Oder? Doch. Nee, Estoril. Wir müssen Strecken fahren, die wir kaum sehen werden. In Zukunft natürlich. Ich würde sagen, jetzt sind wir Williams gefahren. Komm, John geht auch mal. Nimm mal Barrichello. Alle die ganzen KI-Piloten und let's go. Natürlich erstmal, bevor wir anfangen, Reifen abchecken. Ganz hart, Tanken voll. Und ich würde sagen, damit können wir jetzt auch schon auf die Strecke gehen. Ach, der braucht schon Startausstellung. Scheiß drauf. Aber wie kriegen wir ihn einen guten Start? Das ist wie in Mario Kart, dass du einfach dann. Oder ist ja. Also, das ist ja echt kacke. Leute, was passiert da? Alter, die bleiben auf einmal stehen. Boah, ich werd nur angerempelt. Ja, wir sind auf 21 zurückgefallen. Stark. Hall Mann, die nerven. Blöde Gegner. Boah, dieser Motoren-Sound. Ja, du musst natürlich bedenken, damals N64, das war alles noch modulbasiert, deswegen sind die Sounds wahrscheinlich auch gar nicht mal so gut. Das wird wahrscheinlich auch sehr oft hier auftreten, auf den ganzen N64-Spielen. Ich versuche allerdings, ich werde hier schon mal Versprechen abgeben, wenn ich für ein N64 ein gescheiten Adapter finde, mit dem ich das auch gut aufnehmen kann, in einer guten Qualität, dann werde ich auch nochmal F1 Proposition 64 auf der originalen N64 spielen. Mit einem richtig OG... Boah, ich habe jetzt schon Auto kaputt. Wahnsinn. Das Spiel macht echt Spaß. Na gut, es gab damals wahrscheinlich echt nichts Besseres, weil was gab es da höchstens? Also auf der N64 auf jeden Fall kein F1 Spiel, was halt, oh Gott, was halt vergleichbar ist. Das nächste F1 Spiel, was rauskam, kam erst 98 mit F1 World Grand Prix raus. Darauf habe ich eigentlich schon Bock, weil F1 World Grand Prix soll gut sein. Habe ich mir sagen lassen. Oh Gott. Alter, dieses Handling ist echt einfach nur Krebs. Es tut mir leid, also das kannst du heutzutage echt nicht mehr zocken, sage ich ehrlich. Das Handling ist einfach schlecht. Dann greife ich lieber zu F1 Racing Simulation oder so von Ubisoft. Das kam nämlich auf dem PC raus. Und das war gar nicht mal so kacke anscheinend. Das habe ich zwar auch nie gespielt, aber ne? Wir haben ja ein paar Spiele vor uns im Gaming Rewind. Wollen uns das ja ein bisschen mal angucken. Habe ich mal einen Windschatten oder so? Boah, ich habe so Angst, jetzt in die Kurven reinzugehen, ne? Das Handling ist Müll, die KI ist Müll, also es wirkt. Es wirkt halt wirklich wie so ein richtiger Ramsch-Titel halt, für 1 € oder so. Aber tatsächlich ist F1 Proposition 64 auch eines der günstigeren Spiele. Ja, jetzt habe ich die Fähre wieder kaputt gemacht, stark. Aber dass ja gleichzeitig das Getriebe noch kaputt geht, ist auch schon wild. Aber nee, tut mir leid, also. Ich glaube, die aktuellen Preise sind auch nur so ein paar Euro. Es gab manche Module, die kosten, glaube ich, auch nur 5 € ungefähr. Ja, deswegen. Man muss nicht dafür zu viel blechen. Nicht so wie, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie für F1. Nicht für F1. Ja, doch, doch. Warum hat es jetzt gerade so vibriert? Also man muss nicht so viel blechen wie für F1 Racing Championship auf jeden Fall. Das steht fest. Das steht fest. Oh Gott, wir sind sogar gerade in Punkten. Jungs, wir gewinnen.
Nee, doch nicht. Ja, es tut mir gerade echt leid für den schlechten Skill, aber ey, tut mir leid, das ist so scheiße zu fahren, es macht echt keinen Spaß. Das einzige Spaß ist gerade, sich über das Spiel lustig zu machen. Oh Mann. Ich muss auch sagen, ich fand es wild, wie das Auto gerade durch die Wand geglitscht ist, was ausgeschieden ist. Oh, die Sounds würden mich ja richtig abfacken, wenn ich da jetzt 24/7 mit Kopfhörer sitzen würde. Gut, das war damals wahrscheinlich ein bisschen gechillter, weil damals war halt, war das nicht so dramatisch. Damit saß halt nur vom Fernseher und musste das anhören. Aber ich glaube, spätestens dann, wo F1 World Grand Prix rauskam, war das Spiel eh vergessen. Alter. LOL! Alter, hat er mich vernascht. Egal, letzte Runde. Punkte sind auf jeden Fall drin. Punkte sind drin. Wenn das Auto durchhält, Bruder, es ist einfach gefühlt die Zeitbombe, die ich hier gerade fahre. LOL! Hä? Okay, das war's mit Punkten, hä? Warum stehe ich denn jetzt? Ach komm schon. Ey, das ist doch Bullshit. Wie kann ich zurück? Achso, hier. Bruder, das kann doch nicht sein. Das ist so kacke. Ey, so wirklich. Wir werden nie ein Rennen beenden, glaube ich. Echt, das ist... Egal, Dame Hill hat gewonnen. Freut mich ja für ihn. Egal, eine Strecke fahre ich jetzt noch. Wenn ich das nicht beende, dann ist es halt einfach so. Ich würde sagen, wir fahren zum Abschluss, damit wir auch wirklich mal zum Schluss kommen, weil es geht wahrscheinlich jetzt schon viel zu lange. Wir fahren auf Nürburgring. Komm, ich reduziere die Rundenanzahl mal auf 4. Vielleicht komme ich da mal durch. So, Fahrer. Boah, Imagine muss hier ein 100% Rennen fahren. Hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Wir nehmen mal Häkkinen. Wie wir alle aus, natürlich. Die härteste Mischung. Und natürlich wieder voll tanken. Wir wollen diesmal das Rennen beenden. Dieser Ben wäre es auch. Ah, okay, ich starte schon mit der rechten Schultertaste beschleunigen. Okay, auch was klärt für die Zukunft. Aber ich werde es nämlich nicht oft anwenden. Ah, so startet man. Okay, ich habe Start gelernt. Also einfach kaum Gas, einfach dann hochschalten. Oh. Da soll ich nicht reinfahren. Egal, wir sind jetzt auf 2. Ist aber ab und einmal gut. Oh, Gottes Willen. Ich halte einfach meine Fresse. Bro, wie sieht auch allein der Nürburgring aus? Ach du Scheiße. Also das sah in F1 95 auf der PlayStation deutlich besser aus. Tut mir leid, das muss man einfach so sagen. Also auf F1 95, was ja 96 rauskam für die PlayStation, ist 10-mal besser. Was ist 10-mal? Es ist 100-mal besser als das. Das war einfach Ubisoft, die haben sich irgendein Spiel geholt, irgendwie F1 Lizenz drauf geklatscht und ja, bam, da habt ihr es. Hab irgendwas zum Launch zu haben. Da merkt man einfach, dass der N64 einfach gute Spiele zum Launch gefehlt haben. Also, gut, man hatte Super Mario 64, das war halt eigentlich das Beste am Launch, aber dort ist halt auch sehr viel RAM-Spiel dabei. Übrigens kann ich euch auch eine super N64-Doku empfehlen von Spielewelten. Der hat nämlich so im Grunde die gesamte Historie der N64-Konsole beleuchtet und hat diese zusammengefasst. Kann ich euch nur ans Herz legen. Deswegen haben wir auch gerade einen random Piepton gehabt. Schnellsten Sektor oder so? Keine Ahnung. Oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr. Also, Leute, es tut mir leid für den schlechten Skill. Für alles. Aber das Spiel lässt es nicht anders zu. Es ist einfach so.
Also, ich komme in den meisten Spielen eigentlich relativ schnell rein, aber ich glaube, da bräuchte ich noch ein bisschen länger. Nicht eher in Grafik, sondern halt wirklich erstmal, um das gesamte Handling zu verstehen. Es tut mir halt wirklich leid, es ist halt echt scheußlich. Deswegen freue ich mich eigentlich auch schon auf die nächsten Spiele, weil die können nicht schlechter sein als das. Es gibt ja auch, glaube ich, für das N64 nur 4 offiziell veröffentlichte Spiele. Das war, glaube ich, das schlechteste davon. Wir haben ja noch, wie gesagt, die beiden F1 World Grand Prix und wir haben noch F1 Racing Championship wieder für Ubisoft vor uns. Vielleicht ist es sogar ein besseres Ubisoft-Spiel von Fabrication. Fehlt dir, dass Ubisoft gute Spiele macht? Weil irgendwie bin ich gefühlt einer der wenigen, die sagen, dass Ubisoft nicht so gut ist. Was ist einer der wenigen? Ich glaube, viele würden sagen, dass Ubisoft scheiße sind. Nur halt, ne? Die Spiele werden ja trotzdem gespielt. Und ich verstehe nicht, wieso. So, wir gehen jetzt gleich in die letzte Runde rein. Es wird wahrscheinlich jetzt regnen, deswegen bleiben wir natürlich draußen und riskieren es. Natürlich, wir kennen nichts. Ja, aber, ne? Aber jetzt halt, Hand aufs Herz, ne? Ich bin ja nicht so der Grafikfanatiker. Das ist so eigentlich schon eine Frechheit. Du hast eigentlich theoretisch eine stärkere Konsole. Ne? N64, die war ja gar nicht mehr so scheiße von der Power her. Aber wie schaffst du es bitte, so ein schlechtes Pop-Up zu haben, oder? Dass die Strecke sich vor dir ein paar Zentimeter vor dir aufbaut. Er tut mir, das geht da gar nicht. Das war damals schon eine Frechheit. Das ist heute. Also. Oh. Das war damals und ist heute immer eine Frechheit. Es tut mir echt leid, aber. Da kommt der Fanboy aus mir raus von der PlayStation 1. So, weil, ganz ehrlich, Formel 1 95 sah halt tausendmal besser aus. Und hat nicht so eine komische aufbauende Strecke vor sich. Das ist halt einfach so. Aber gut, wir haben nicht mehr viel zu fahren, deswegen biegen wir auch jetzt in die letzten Meter ein. Und wir haben es tatsächlich geschafft, zum Abschluss dieses Videos gewinnen wir auch nochmal ein Rennen. Jawohl, Sieger M. Hakkinen. Jawohl, schnellste Runde 1,16. Oh, es wurde der Durchschnitt im Bild. Cool. So, jetzt nehmen wir uns mal um. Wir sind kein Keck, sondern wir sind ein Gewinner. So. Ja, hier müssen wir diese blöden Tastatur da eingehen. Das ist ein bisschen blöd. So, ich hoffe, es gibt Leute, die erkennen diesen Running. Ach, da kannst du hier. Ich hoffe, es einige Leute erkennen den Running Gag. Bitte, bitte, Jungs, enttäuscht mich nicht. Oder überhaupt wer? Enttäuscht mich nicht. Rosset auf 3? What the fuck? Als ob Ricardo Rosset Dritter wurde. Bruder, ich bin verwirrt. Na gut. Bleiben wir alle verwirrt. Verlassen. Nee, reicht mir jetzt auch mit dem Spiel. Gut, das war's mit F1 Pole Position 64. Ich hoffe, ihr hattet trotz des fehlenden Skills irgendwie noch Spaß beim Zugucken. Wenn nicht, dann ist es halt leider so. Und dann wünsche ich euch aber trotzdem noch einen schönen Tag und einen schönen Abend oder was auch immer, wann ihr schaut. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.